Mein Gast im heutigen Kaffeetag ist der Oliver Herrn. Und heute reden wir über die Frage, gibt es so etwas wie eine Investitionsmentalität? Mein Name ist Felix Niederer, ich bin Mitgründer und CEO von TrueWealth. Oliver, willkommen im heutigen Kaffeetag. Oliver, du hast schon in der Mittelschule angefangen, Computer zusammenzubauen und hast dann nachher das, was jetzt das grösste Online-Warenhaus der Schweiz ist, mitgegründet. Und später hast du auch mit mir zusammen TrueWealth gegründet. Du bist also schon dein ganzes Leben Unternehmer. Was investiert man als Unternehmer? Bei mir war der Anreiz immer, etwas zu machen, wo mir Spass macht. Und dort eigentlich recht schnell herausgefunden, dass mir am meisten Spass macht, den Weg zu gehen. Also den Weg als Ziel zu sehen und nicht auf ein Ziel hinzuschaffen. Aber natürlich schon mit irgendeiner Vision oder so. Aber man investiert eigentlich seine Zeit immer wieder ins gleiche Thema und optimiert kontinuierlich. Und ich glaube, für viele ist es sehr einfach und nachvollziehbar, so eine Investitionsmentalität zu erkennen, wenn man jetzt zum Beispiel Musiker anschaut oder einen Sportler, weil der übt ja immer wieder das Gleiche und irgendwann ist er sehr gut drin. Aber das gilt natürlich auch im Berufsleben oder in einem Unternehmen, dass man eigentlich konstant dranbleibt und immer wieder investiert und dann halt besser wird. Und der Effekt ist eigentlich sehr ähnlich, wie dass du immer wieder erläuterst mit dem Zinseszinseffekt, wo halt über die Zeit eine grosse Rendite gibt, ist eigentlich der gleiche Effekt, wenn man in seine Fähigkeiten investiert und die stetig verbessert, hat man dort einen Zinseszinseffekt. Und der ist sogar exponentiell, weil der Unterschied zu anderen, die die Fähigkeiten haben, aber die nicht so investieren, wird über die Zeit immer grösser. Das heißt, man ist dann auch immer gefragt oder man kann irgendetwas immer mehr. Und das kommt gar nicht darauf an, ob man jetzt ein super Vorarbeiter ist, ein guter Malermeister, Unternehmer, was auch immer ist. Auch wenn man etwas sehr gut kann, sehr routiniert ist drin, dann generiert das wie einen Wert. Und mit Investieren meinst du jetzt ja nicht nur Geld, sondern vor allem auch Zeit? Vor allem die eigene Zeit, den Aufwand in die eigenen Fähigkeiten zu investieren, also wirklich zu üben. Wie zum Beispiel Sport, also halt auch nochmal Tennis spielen, wenn man vielleicht nicht so Lust hat, heute oder morgen einfach nochmal zu spielen oder nochmal das Instrument zu üben. Weil, sind wir ehrlich, egal was, wenn man wirklich sehr gut ist drin, ist sicher ein Teil von der Zeit, macht es auch nicht immer super Spass, sondern man muss halt einfach dranbleiben und immer wieder investieren. Das ist eigentlich ein Unterschied zu der Konsummentalität, wo man einfach das Geld ausgibt und dann ist es weg und es ist ein sehr kurzfristiges Vergnügen. Als Mensch sind wir ja alle zwischen diesen beiden Gegensätzen. Also soll ich jetzt, im Hier und Jetzt, mein Geld ausgeben und konsumieren oder soll ich es aufschieben auf später? Das ist eigentlich nichts anderes als investieren. Psychologie redet ja da von Belohnungsaufschub oder Gratifikationsaufschub. Also du würdest sagen, das ist nicht nur, wenn es um Geld geht, sondern ist eigentlich ein allgemeines Prinzip im Leben. Ja, und wirklich eine Einstellungssache zu einem gewissen Grad. Macht es einem mehr Spass, etwas zu lernen oder der Konsum? Der Konsum ist häufig nicht allzu spannend. Also es ist halt meistens recht trivial. Also man kauft etwas und dann ist das Geld weg und man hat einen Gegenstand. Oder vielleicht etwas, was ich häufig finde, lohnt sich mehr als Erlebnis oder etwas. Aber es ist recht kurzfristig und wenn man etwas lernt, ist es zwar anstrengender, aber es macht wie mehr Spass. Man sagt immer, man soll Erfolg feiern. Also so auf ein Ziel hinschaffen, wenn man das Ziel erreicht hat, feiern. Ich habe das nie ganz verstanden und habe dann gemerkt, das ist wie ein Investitions-Mindset, weil der Weg ist wie das, was Spass macht und das Ziel erreichen ist gar nicht so wichtig, dann amigs. Ich glaube, man weiss auch in der Psychologie, dass wenn du das Ziel erreicht hast, dass du dann gar nicht zwingend glücklicher wirst. Also das Glück, Mensch ist Glück auf dem Weg. Aber wenn du alles erreicht hast, was du vorgenommen hast, fallen dir viele Leute auch in ein Loch hinein, oder? Also ich sehe das ähnlich. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich ein gutes Ziel setzt, das einem fordert und dann man weiterkommt. Ja, idealerweise ist es gar nicht erreichbar oder es muss gar nicht erreichbar sein. Oder auch wenn man
dass man viele Leute in der Schweiz wandert und man bleibt dann auch nicht ewig auf dem Gipfel und hat dort oben einen riesen Spass und eigentlich ist die Wanderung auf den Berg ist das, was Spass macht und dann auch wieder drauf. Also der Weg ist das Ziel. Ich bin schon gerne dann zuoberst auf dem Gipfel. Ich finde, das ist schon ein schönes Gefühl, wenn man dann oben ist. Aber ohne den Weg wäre es nicht schön gewesen. Also wenn man sich einfach mit dem Helikopter wieder rauffliegen lässt, dann wäre es komplett ein anderes Gefühl. Das wäre ich gar nicht da. Du, die Investitionsmentalität, du hast jetzt immer wieder erwähnt, der zeitliche Einsatz und das Lernen, dass man eigentlich in sich selber investiert und dann etwas Neues lernt, das ist dann eigentlich etwas, was man zurückbekommt. Ja, das ist eine Eigenschaft vom menschlichen Gehirn, dass es sehr gut kann Wissen aufnehmen und dann das auch behalten. Also wenn man etwas lernt, klar, es geht dann wieder einen Teil verloren, aber es bleibt erstaunlich viel. Was aber dort auch meiner Meinung nach sehr wichtig ist, dass man genug grosse Blöcke hat oder genug grosse Themen. Also wenn man jeden Tag die Zeitung liest und sich heute überlegt, was habe ich vor einem Jahr in der Zeitung gelesen, ist vermutlich die Antwort von allen, ich weiß es nicht mehr. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe ein Thema, das mich interessiert, Verhaltenspsychologie, Biologie oder sei es irgendein Hobby, und man liest immer wieder über das gleiche Thema, man hat wie ein Hobby, wo man sich beschäftigt und das Wissen aufbaut, und man fragt, was hast du vor einem Jahr gelesen, oder was kannst du noch sagen von diesen Büchern, dann kannst du dich eben daran erinnern. Und das ist in der heutigen Zeit, wo die Informationsblöcke immer kurzweiliger werden, also noch schlimmer als die Tageszeitung, ist die ganzen sozialen Medien, wahrscheinlich nur noch Rausch, also es bleibt null Signal übrig von all dem, was du dort aufnimmst. Es ist eigentlich ein reiner Verlust von deiner kognitiven Fähigkeit, also es wird verschwendet. Und dort ist wichtig, genug grosse Blöcke zu machen. So, wenn man jeden Monat ein neues Unternehmen gründet, ist die Chance gross, dass keins erfolgreich wird. Und man sieht ja, bei so Venture Capital Fonds ist die Laufzeit 7 bis 10 Jahre. Also üblicherweise geht es 7 bis 10 Jahre, um herauszufinden, ob eine Idee überhaupt genug gut ist. Das heisst, zu der Investitionsmentalität, ob es jetzt um Geld geht oder nicht, gehört auch ein gewisser Durchhaltewille. Also man muss durchstrecken können durchqueren. Ja, genau. Eigentlich sogar Spass haben daran. Ja. Also ein gewisser Spass an der Herausforderung. Ja, also ich glaube, sehr anschaulich ist es immer im Sport, oder? Also dort muss man halt Ausdauer haben, sonst kommt man nicht vorwärts. Du hast vorher von Büchern erwähnt. Ich finde es interessant, das hört man oft von Unternehmern, dass einfach als Rat, hey, lies Bücher. Du lernst viel aus Büchern, ist besser als jetzt einfach als News-Junkie an den Social Media zu hängen und Tagespresse zu lesen. Also ich bin nicht gegen Tagespresse, aber ich glaube, es sind viele gute Bücher geschrieben, die es wert sind, dass man sie liest. Ja, also weil ich Bücher recht explizit gemacht haben, dass ich wie auch nachher verstanden habe, dass ich tatsächlich eher so denke, sind Atomic Habits. So die kleinen Angewohnheiten, die man hat, wo man sich angewöhnen soll, in eine Richtung, die einem hilft. Also ein sehr triviales Beispiel ist, man putzt halt jeden Abend Zähne und man überlegt sich nicht, habe ich heute Abend Lust zum Zähne putzen oder nicht. Und so kann man eigentlich vieles aufbauen. Also ich kann jeden Tag oder jeden Mittwoch joggen oder zweimal in der Woche koche ich vegan oder keine Ahnung, was auch immer. Aber so kleine Sachen, wo man sich hilft. Oder ich lese jeden Morgen eine halbe Stunde in den Büchern, dass ich es wie erledigt habe, die ich ausgewählt habe. Ich glaube, das ist noch spannend. Und das andere, was ähnlich ist wie Investitionsmentalitätsbuch, habe ich noch nicht gelesen, aber immerhin schon mal in die Liste da, ist Growth Mindset. Mhm. Und zumindest von der Beschreibung her wirkt es sehr ähnlich. Wir haben bei TrueWealth haben wir ja neulich Kinderportfolios lanciert. Und dort beschäftigt uns auch das Thema finanzielle Bildung sehr stark. Schon immer, aber jetzt mit dem Produkt Kinderportfolios noch mehr. Und das hat ja auch mit Investitionsmentalität zu tun. Was gibst du deinen Kindern mit bezüglich Investitionsmentalität? Ist es etwas, wo man der nächsten Generation helfen kann, dass sie das entwickeln kann? Also ich glaube, das Wichtigste ist dort schon
dran zu bleiben. Also wenn man etwas auswählt, sich zuerst gut überlegen, was man machen will. Und dann halt auch dranbleiben und auch akzeptieren, dass es manchmal nicht immer nur Spass macht. Es ist immer eine Frage, wie definiert man überhaupt Spass? Das ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, das ist sicher etwas vom Wichtigsten. Und ich habe auch mit den Kindern immer wieder neue Sportarten gelernt und dort ist halt einfach, am Anfang probierst du es, du kannst es nicht. Und viele Leute, vor allem Erwachsene, sagen, ja, das kann ich sowieso nicht. Das Schlimme ist, wenn man den Kind sagt, das kannst du sowieso nicht. Aber auch bei Erwachsenen, die sich das selber sagen, und du musst einfach, gehst halt ein paar Mal um und es tut ein bisschen weh und nach einer Woche kannst du es ein bisschen besser und dann nochmal übst, kannst du es nochmal besser und irgendwann kannst du es dann. Aber gerade aufzugehen, nur weil du ein paar Mal umgehst, ist wie eine sinnvolle Massnahme. Also die Lernwissenschaften ist eigentlich, wenn es schwierig ist, dann lernst du am meisten. Also wenn du es noch nicht so wirklich kannst, dann lernst du am meisten. Also dann ist der Fortschritt, den du machst, gross. Also eigentlich willst du die Phase suchen, wo du es nicht mehr so gut kannst, also wo es wie nochmal schwieriger ist. Aber ja, das ist eigentlich unverkrampft. Also man muss sich auch nicht verkrampfen und dann wie verbissen lernen. Man kann einfach es üben und wenn man es halt nicht kann, kann man es nicht. Geht man schlafen. Am nächsten Tag kann man es vielleicht besser, ohne sich stressen zu lassen. Hast auch du als sehr erfolgreicher Unternehmer müssen lernen, wieder aufzustehen? Also ich weiß gar nicht. Also es hat sicher auch schwierige Phasen gegeben, aber da wieder der Weg, das Ziel war, ist gar nicht so ein Auf und Ab gewesen. Also ich glaube, wir haben schon das Glück gehabt, dass es auch recht gut funktioniert hat. Ich habe in einer Studie, wo Eltern in der Schweiz befragt worden sind, was ihre Erziehungsziele sind, habe ich sehr spannend gefunden. Und dort drin ist Selbst Ständigkeit und Eigenverantwortung war eigentlich ein Punkt, der bei allen wichtig war, und zwar in der Deutschschweiz, im Tessin und in der Weltschweiz. Aber es hat einen Unterschied gegeben, wo die Comment und Tessin ein bisschen anders waren als die Deutschschweizer. Und das war Genuss und Lebensfreude. Das war für unsere Kollegen in der Westschweiz und in der Südschweiz viel wichtiger als für die Deutschschweizer, zumindest wenn es um die Erziehung von ihren Kindern geht. Ist das ein Klischee oder denkst du, wir Deutschschweizer sind da anders und ist Genuss und Lebensfreude, hat es überhaupt Raum für Genuss und Lebensfreude in der Investitionsmentalität? Also der kulturelle Unterschied, der kommt ja von der Religion, also es ist der protestantische Arbeitsethos, der die Deutschschweiz mehr prägt und in der Romandie oder im richtig italienisch und mehr katholisch noch. Und das sieht man auch, protestantische Länder sind meistens wirtschaftlich erfolgreicher oder auch protestantische Regionen im gleichen Land, also wenn man jetzt genau Appenzell Innerrhoden oder Ausserrhoden nimmt, oder Zürich auch, oder Genf, also die wirtschaftlich erfolgreichen Städte sind eigentlich protestantisch. Meine, was ist Genuss, was ist Lebensfreude, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich persönlich finde es am meisten Spass macht, wenn man an dem Bereich ist, wo man etwas so gut kann, aber noch etwas dazulernt, wo auf Englisch gibt es den Begriff im Flow ist. Und das ist wie, das macht, dort macht es wirklich Spass. Und sagt das im Sport, sagt das bei einem Musikinstrument, sagt das, komme ich leider nicht mehr so viel dazu beim Programmieren, aber dort ist, man merkt, man kann es und man kommt vorwärts, aber es ist doch herausfordernd. Das ist eigentlich das, was am meisten Spass macht, meinem Empfinden. Und Genuss und Lebensfreude wird häufig, ja, was ist es, man hockt dort mit einer Flasche Wein und einer Zigarre, kann ich jetzt nicht so viel abgewinnen. Also es macht mir definitiv weniger Spass als Sport oder so. Ja, also ich wäre da nicht einverstanden, dass es weniger Genuss und Lebensfreude gibt, wenn man Zeit investiert in seine Fähigkeiten. Du sagst, der Flow, der Zustand vom Flow, also wo, wenn man mit einer Aufgabe, mit einer Tätigkeit eigentlich ganz aufgeht, sodass man alles vergisst, sodass man Zeit vergisst und die Umgebung vergisst, das ist eigentlich auch Genuss und Lebensfreude, vielleicht sogar der grösste, was es gibt. Ja, und es ist ja fast wie ein meditativer Zustand, oder auch wenn man jetzt im Wald joggt und man rennt so schnell, dass man sich nicht mehr ablenken lässt durch die eigenen Gedanken, sondern man geht wirklich in der Bewegung auf. Das ist wie einfach cool. Also, das gibt es nicht
in allen Bereichen ist es schwieriger und einfacher, zum in den Zustand zu kommen, je nachdem, was man macht. Und einfach die klassischen Hobbys natürlich, dort kann man eigentlich die erreichen, eben Musik, Instrument, Sport. Aber auch im Beruf geht es, dort kann es schwieriger sein. Es gibt ja sogar den Begriff Group Flow, wo man keine Ahnung, als ein Team einfach super zusammenarbeitet. Oder als Band wahrscheinlich auch, wenn man zusammen gut musiziert und man ist wirklich gemeinsam koordiniert. Und es gibt ja auch Studien kognitiv, wo wirklich die Hirnwellen sich synchronisieren in so einem Zustand. Das heißt, die verschiedenen Akteure, die zusammen singen oder zusammen musizieren, fangen dann an, sich abzugleichen. Also das ist eigentlich ein cooler Zustand. Und ich glaube, als Unternehmer bist du eigentlich naturgemäß oft an dem Punkt, oder du musst es eigentlich sein, weil du einerseits bist du nie fertig, oder du versuchst immer noch besser zu werden, dieses Unternehmen weiterzubringen, und du hast natürlich auch Konkurrenz, die das Gleiche macht, die auch gut ist. Das heisst, du hast dort Herausforderung, und andererseits ja, schaffst du auch als Team. Also was du vorher gesagt hast, der Teamflow ist, finde ich, extrem wie sagen wir, rewarding, gibt dir extrem viel zurück. Oder wenn du das schaffst, das wirst du nicht immer haben, aber wenn du hin und wieder in diesen Zustand kommst, nicht nur alleine, sondern als Team, das merkst du jetzt, sind wir alle am Strick und wir haben Freude an Arbeit, nicht einfach irgendwie am Lohn, den wir bekommen. Wir haben Freude an dem, was wir machen und dass wir vorwärts kommen und dass wir spannende Probleme lösen. Das stimmt, man merkt, man hat wie eine Herausforderung und man merkt, wie man im Team vorwärts kommt. Jemand hat eine Idee, der andere verbessert sie, der Dritte hat nochmal etwas und dann innerhalb von kurzer Zeit wird es immer besser und plötzlich hat man die Lösung. Genau, und alle kommen eigentlich eine nicht monetäre Gratifikation für das über. Also sie freuen sich, sie sind, wie man sagt, sie sind im Flow, sie haben Spass daran, dem, was sie machen. Mhm. Oliver, jetzt sind wir fast ein bisschen philosophisch geworden, aber ich habe ein sehr spannendes Gespräch gefunden. Vielen Dank. Vielen Dank auch für alle, die reingelassen haben oder die uns da zugeschaut haben. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal.